1500 Grad Hitze müssen herrschen, wenn Glassteine entstehen sollen. Nur so können die einzelnen Rohstoffe wie Sand und Altglasscherben auch richtig einschmelzen. Wenn sie wieder kalt sind, werden daraus Glassteine. Aber bis dahin ist vor allem eines wichtig: die enormen Produktionstemperaturen in Schach zu halten. Und das geht nur mit einem ausgeklügelten Sicherheitssystem. Im Inneren der Schmelzwanne einer Glashütte. Riesige Flammenfontänen erzeugen über 1500 Grad Hitze. Morgen. Herr über das Inferno ist der technische Leiter, Hans-Jürgen Fussel. Das erste Ziel seines morgendlichen Rundgangs durchs Werk ist die Schmelzwanne. Am sogenannten Dockhouse kontrolliert er die Zusammensetzung der Rohstoffe, aus denen wenig später Glassteine werden sollen. Hier haben wir das sogenannte Gemenge, das woraus der Glasstein besteht. Ich zeige es Ihnen mal. Das Gemenge besteht aus 70% Sand, dann das Weiße ist die Soda, Natriumsulfat und Calcium. Und ein paar Bestandteile sind auch Altglasscherben, die wir hier sehen. Der glühend heiße Inhalt der mehrstöckigen Wanne lässt sich von außen nur erahnen. Für die steuernden Ingenieure ist das allerdings zu wenig. Daher ist eigens eine Spezialkamera installiert. Hier ist die Fernsehkamera, mit der wir die Möglichkeit haben, in unsere Schmelzwanne hineinzugucken. Da wir in der Schmelzwanne eine Temperatur von 1600 Grad haben, ist es nicht möglich, normal reinzugucken. Hier haben wir eine wassergekühlte Spezialkamera, mit der wir die Möglichkeit haben, auch in diese Wanne hineinzugucken zur Kontrolle. Seit mehr als 30 Jahren überwacht Jochen Schumann den Schmelzprozess in der Wanne. Seine jahrzehntelange Erfahrung erlaubt es ihm, einen direkten Blick auf das geschmolzene Glas zu werfen. Er kennt alle Risiken und weiß genau, welch immenser Schaden im Falle eines Lecks eintreten würde. Nun, die Wanne, die hat einen Alterungsprozess. Diese Wanne läuft zum Beispiel jetzt 5 Jahre ohne Unterbrechung. Und durch diese Verschleißerscheinung könnte es sein, dass Schwachstellen entstehen in dieser Wanne. Und es könnte sein, dass Glasmasse austritt und unter die Wanne läuft und erhebliche Schäden verursacht. Das könnte man vergleichen mit Lava, die also praktisch aus einem vulkanischen Berg runterfließt. Die Schäden würden in die Millionen laufen. Ich sag mal so 5 Millionen etwa Euro. Mit einem ausgeklügelten Sicherheitssystem lassen sich die Feuergewalten in Schach halten. Die extremen Temperaturen im Werk sieht man Hans-Jürgen Fussel und seinen Mitarbeitern nicht an. Am sogenannten High-End herrschen Verhältnisse wie in einer Sauna. Doch trotz 70 Grad Celsius darf die Konzentration bei der Kontrolle der Glassteinhälften nicht nachlassen. Wie zäher Honig tropft das flüssige 1100 Grad Celsius heiße Glas in die Form. Unter Hochdruck wird es gepresst und verlässt noch glühend als halber Glasstein die Maschine. Schon nach wenigen Sekunden an der freien Luft haben sich die Hälften um mehrere hundert Grad abgekühlt. Damit sie durch den extremen Temperaturabfall nicht zerspringen, wird das Transportband ständig befeuert. Währenddessen wechselt ein Arbeiter an der Presse die Formen. Wie in der Küche zu Hause müssen sie auch gefettet werden, damit das Glas nicht an ihnen festbackt. Der Lärm der Luftkühlung erschwert die Arbeit in der Hitze zusätzlich. Der Geräuschpegel ist hier fast so hoch wie in der Nähe eines startenden Düsenjets. Inzwischen prüft Hans-Jürgen Fussel den entscheidenden Herstellungsschritt. Die einzelnen Hälften verschmelzen miteinander zu einem kompletten Glasstein. An der Presse sind nur Hälften gepresst worden. Und hier am Verschleißer wird jetzt eine Hälfte um 180 Grad gedreht, ins Oberteil eingehangen, ins Unterteil in die andere Hälfte eingelegt. Dann werden die beiden Hälften miteinander verschweißt zu einem ganzen Glasstein.
350 Grad sind die Glassteine heiß. Flammen erhitzen die Nähte nun um mehr als das Doppelte. Unter leichtem Druck verschmelzen die Ränder. Noch sind die Steine viel zu heiß für die Weiterverarbeitung. In einem speziellen Kühlofen werden sie daher auf Normaltemperatur gebracht. Die Luft im Inneren der Steine zieht sich beim Abkühlen zusammen. Es entsteht ein Vakuum. Dieser Vorgang dauert einige Stunden. Nur so lässt sich das Springen des Glases verhindern. Meter für Meter sinkt die Temperatur, bis die Steine das andere Ende des Tunnels schließlich mit Zimmertemperatur verlassen. Hier steht Ihnen der abschließende Qualitätscheck bevor. Ronald Meyer prüft von Hand Stein für Stein. Wir prüfen hier auf Funktionsfehler, sprich Risse, dass das Glas vollständig ausgeprägt ist, dass die Naht richtig zu ist ringsrum, hier am Rand, dass der Stein also nicht offen ist, damit kein Wasser reinkommt. Und wir gucken natürlich nach der Oberflächenqualität, wie gut ist die Fläche. Keine Blasen, keine Einschüsse wie Steine oder ähnliche Geschichten, sodass der Stein optisch ansprechend ist und auch die Parameter an die Qualität, die Abmessung und so weiter erfüllt. Steine mit Fehlern sortiert Ronald Meyer aus. Sind aber nicht verloren bei uns. Bei uns, die werden wieder eingeschmolzen in unserer Schmelze. Das heißt, wir schmeißen die nicht auf den Müll, sondern nehmen wir wieder als Rohstoff in die Schmelze rein und verwenden die also wieder, werden wieder aufgeschmolzen. Zwischen 4.500 und 5.000 Glassteine gehen pro Schicht durch die Hände jedes Prüfers. Eine Herausforderung besonders an die Konzentrationsfähigkeit. Nach der Qualitätskontrolle müssen die Glasbausteine noch einen letzten entscheidenden Fertigungsschritt durchlaufen. Die vollautomatische Lackierstation. Erstens verhindert die weiße Stehfarbe den direkten Blickkontakt zum Mörtel, der den Puder ausführt. Und gleichzeitig ist der Mörtel ja sehr aggressiv und die weiße Farbe verhindert einen Angriff auf den Glasstein selber. Vom flüssigen Glastropfen zum fertigen Stein dauert die Produktion nur Stunden. Die Reise hingegen, die Sie jetzt antreten, kann Wochen dauern. Auf allen Kontinenten der Welt sind die Glasbausteine aus Deutschland begehrt.